Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Beziehungsweise Odin war einkaufen. Ich will halt nicht das amerikanische Wort nehmen, weil sonst sagen wieder viele, das heißt Odin war shoppen, das ist ein englisches. Nee. Und ich mag sowieso das Deutsche mehr. Das machen wir ein andermal, das ist von FedEx, da ist eine Maus drin, die habe ich ja schon live im Stream mal so ansatzweise ausgepackt. Also noch nicht alles, nur dass ihr den Karton seht. Das ist von MadCatz. Also ich nehme das jetzt, was haben wir jetzt? Ich nehme das Video jetzt auf am 15. Januar. Die Bestellungen, die hier drin sind aber vom Dezember. Also eigentlich ziemlich, also noch vor der Geburt, also vorm 23. Ich glaube, ich habe so zwischen dem 15. und 19. bestellt oder so. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte es ja in der Telegram-Gruppe hatte ich es ja geteilt. So, einmal habe ich mir geholt, ihr habt einen chinesischen Eiskratzer. Ja, aber auch nicht, weil es chinesischer Eiskratzer ist, eigentlich nur, weil die Bewertungen toll waren. Und auch wie er zusammengesetzt ist. Also der Griff, dann halt so ein bisschen gummiert, so wie vom PlayStation-Controller. Dann haben wir hier oben was für einen Daumen. Hier seht ihr Metall. Das ganze Ding ist nicht Metall. Da unten seht ihr Plastik. Aber das ist, glaube ich, hier auch nur auf das Metall raufgemacht. Also ist schon komplett Metall drumherum. Und dann ist dann auf der Unterseite Plastik und zum Abziehen und zum Kratzen. Seht ihr das? Ja. Und deswegen, weil ich wollte gewappnet sein, wenn jetzt wirklich Winter kommt. Also hier seht ihr das auch nochmal, dass das Metall wirklich komplett rum ist. Wollte ich halt gewappnet sein, weil da haben wir hier auch noch so Einkerbung für die Hände. So. Ja. Dann kann man halt hier schön Druck ausüben, weil wenn man hier hinten macht, klar, kann es dann brechen. Vor allem bei den Temperaturen und weiter vorne hat man dann mehr Druck drauf. Und ich wollte halt gewappnet sein, wenn wir mal, wenn was wichtig ist, wir müssen zum Arzt oder haben einen U-Untersuchungstermin mit unserer Tochter oder ich muss zum Arzt oder keine Ahnung, was weiß ich, bin ich gewappnet und ich weiß, ich kriege meine Scheiben frei. Weil mein letzter ist mir durchgebrochen, mein letzter Eiskratzer, beim Kratzen. So, und dann ist jetzt hier noch eine Sache drin und die halt 20 Mal. Und zwar 20 T-Shirts, oder nee, 10 T-Shirts, können wir ja mal nachzählen. Die müssen sowieso jetzt demnächst noch in die Wäsche. Mal gucken, ob die auch passen. Ja, die sehen groß aus. Die Qualität ist jetzt hier halt natürlich nicht so pralle. Das ist jetzt hier nur Fruit and Loops. Und wenn man da guckt, da seht ihr, da kann man so halb durchgucken. Ja, seht ihr das? Ja. Also wenn ich das hier so rüber mache, dann seht ihr das noch besser. Also das ist jetzt halt nicht so die Qualität. 1, 2... Ist auch die gleiche Farbe, gleiche Größe. 3, alle XXL. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. 10 Stück sind es. Warum? 10 Stück und warum, wenn die Qualität nicht so toll ist, warum habe ich sie bestellt? Ich hatte von Fruit and Loops schon Axel-Shirts, die waren ein bisschen dicker. Bei den T-Shirts weiß ich aber, dass die dünner sind und ich weiß, dass da bei den T-Shirts die Qualität halt nicht so toll ist. Aber für abends reicht es aus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein 10er-Paket irgendwo finde oder irgendwo eine Pyjama-Hose finde für den Sommer, eine kurze, wenn ich mir davon jetzt noch 10 Stück holen würde, hätte ich zu jedem T-Shirt auch eine Hose. Dann kann ich mir die noch bedrucken lassen, damit es nicht so stinknormal aussieht. Liegt so Look-Design und dann, weiß ich nicht, wenn ich Klamotte mit bei habe, was das dann kostet, weiß ich nicht. Lasse ich mir dann so bedrucken. Stefan sagt mir dann den Preis und dann kriegt er das und dann ist es gut. Und ja, aber Pyjama kurze Hosen habe ich noch nicht gefunden, aber für den Preis muss ich zuschlagen. Ein T-Shirt hat mich gekostet 2,05 Euro oder 2,10 Euro. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Und ist es noch im Angebot? Ich kann auch gleich mal gucken für euch, ob das so jetzt noch im Angebot ist. Ich brauche ja dann nur auf meine letzte Bestellung rufieren. Aber ich komme auch gerade vom Kinderarzt. Ich habe PC noch nicht an und hatte auch die letzten Tage PC nicht an. Diesen Artikel empfehlen, nochmal kaufen. Kann ich da nicht eigentlich irgendwie hinkommen? Lieferung verfolgen, Artikel zurück. Diesen Artikel empfehlen. Ach, jetzt. Auf T-Shirt muss ich klicken. Ist ein Bestseller. Hat 4 Sterne, 62 Bewertungen und kostet immer jetzt 2,11 Euro. Also hier seht ihr das. Fruit in the Loops. Oder Fruit Loops. Fruit of the Loops. Fruit of the Loops, genau. Ich verwechsel das immer. So, und dann hier haben wir schwarz. Und dann haben wir da XXL, Black und 2,11 Euro. Ich habe noch weniger bezahlt. Ja, und da haben sie halt auch verschiedene Größen. Und das Größte, weil wir fragen ja auch immer viele, das Größte, was es gibt, ist 3XL. Und 3XL in Schwarz kostet 2,92 Euro. Also weiter als 3XL geht es nicht. Seht ihr das? Da. 2,92 €. Ja, das war schon. Mehr habe ich eigentlich nicht gekauft. Also jetzt ganz normale Sachen habe ich... Ach doch, Moment. Da bin ich wieder. Ich habe doch noch was gekauft. Das wollte ich eigentlich ein Video für die Kinderecke machen, eventuell. Oder für Odins Welt. Ich weiß auch noch nicht. Ich will auch noch eine Nuckelbewertung machen. Also eine Review zu Nuckeln. Weil da habe ich eigentlich etwas erlebt. Weil ich habe mehrere bestellt gehabt. Also Nuckeln. Ich mache euch mal ein paar Links zu ein paar Nuckeln drin. Die sind jetzt nicht hier, die sind oben. So, die habe ich auch bestellt gehabt. Und dann habe ich mir, bei Netto hatte ich geholt, so ein kleines Schüsselchen mit einem Einhorn drauf. Und dann ist auch so ein Becherchen mit bei. Ich lasse das auch noch so verpackt, weil noch braucht die Kleine das nicht. Und so kommt das nicht weg. So liegt das dann, kannst du schön stapeln im Schrank und dann ist das okay. Und dann da mit Maus und der Becher auch. Ist nur ein zweiteiliges Set. Jeweils halt Einhorn und Maus. Das habe ich noch gekauft, genau. Und die Nuckel. Die Nuckel kam, die Nuckel habe ich irgendwann schon benutzt. Also das habe ich ja alles jetzt hier liegen gelassen. Aber die Nuckel habe ich, die Nuckel habe ich später bestellt. Die habe ich bestellt, nachdem wir aus dem Krankenhaus wieder da waren. Kann sie euch ja zeigen, ich habe dort die App drauf. Aber ich habe sie halt jetzt nicht hier unten, da will ich dann später noch ein Video machen. Aber auf einem anderen Kanal. Das sind die Apps, das sind die Filme. Ich habe mir Filme ausgeliehen. So, die habe ich bestellt am 28.12. So. Da habe ich einmal die Philips-Dinger bestellt. Die sind aber nicht ganz so wie in der, wie ihr hier seht, so mit durchsichtig und so. Die sind nicht so schön durchsichtig und so leicht rosa oder gold oder gelblich. Ist schon ein bisschen kräftiger. Dann habe ich die bestellt. Die sind auch von Philips, glaube ich. Nee, die sind von Mam. Ich habe zweimal von einmal von Philips und zweimal von Mam bestellt. Einmal mit Giraffe und Zebra hier drauf, aber bei uns ist kein Zebra gekommen. Bei uns ist ein Bär drauf oder so, ein Panda-Bär. Und Zebra haben wir aber auch. Und jetzt zeige ich euch die geilsten Nuckel überhaupt. Die mussten sein. Ne, machen wir auf das Bild hier. So. I love Mom, I love Dad. Die fand ich so geil. Die sind auch von Mom. Und wir haben echt
kann ich euch schon so sagen, gute Erfahrung mit gemacht. Review kommt dann entweder im Kinder in oder in Odins Kinderecke oder in Odins Welt, weil Odins Welt ist ja so familienbezogen, Kinderecke ist ja eher so. Da muss ich gucken, wo ich den am besten das Video denn hinsetze. So, nichtsdestotrotz soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, ich werde auch demnächst nochmal live streamen. Ich denke mal, diese Woche wird es sein. Wir sind nämlich in den letzten Tagen auch nicht dazu gekommen. Ich wollte Freitag schon live streamen. Dann habe ich gesagt, naja gut, weil die Kleine halt nicht geschlafen hatte und so. Und ich Frauchen dann geholfen habe. Machst du Samstag. Und Samstag ging dann aber auch nicht. Da waren wir dann auch kaputt. Und sind bei Zeiten ins Bett, weil Freitag zu Samstag hat einfach zu sehr geschlaucht. Die Kleine tagsüber ruhig, relativ ruhig, abends die ganze Nacht wach und so. Und ja, dann geht die Gesundheit logischerweise vor. Damit du ausgeschlafen bist, machst du keinen Stream, dass du ausgeschlafen bist. Weil nächsten Tag steht die Kleine auch wieder auf. Die schläft nicht lange. Na gut, jetzt schläft sie mittlerweile 3 bis 4 Stunden. Ja. So, nichtsdestotrotz. Sonst wird das Video wieder zu lang. Würde ich mich jetzt hier verabschieden, wenn es euch gesagt hat, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.